Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Unterkapitel von unserer wundervollen Programmieren-Lern-Playlist. Und zwar starten wir heute mit dem sogenannten Clean Code. Clean Code bedeutet, wie kann ich meinen Code möglichst schön lesbar machen, möglichst strukturieren. Es gibt da so ein paar Richtlinien, die ich euch zeigen möchte, damit ihr euch in euren Code wieder gut reinarbeiten könnt, wenn ihr irgendwann mal raus seid. Oder vielleicht jemand anders euren Code schicken könnt, damit er den auch gut lesen kann. Ich denke da auch ein kleines bisschen an mich selber, denn ich bekomme so oft Code von Leuten geschickt. Und gut, oftmals ist es wirklich nur eine Methode oder sowas, die kann man dann natürlich super irgendwie auch durchlesen, aber manchmal ist es wirklich auch eine ganze Klasse und seid mir da nicht böse, wenn ich mir nicht die ganze Klasse durchlesen will, manchmal ist es wirklich anstrengend und braucht mehrere Stunden Arbeit und ja, ich mache das immer noch alles ehrenamtlich, mehr oder weniger zumindest. Okay, also was wir hier jetzt heute oder in diesem Teil der Playlist lernen wollen, ist, wie wir unseren Code einigermaßen schön strukturieren. Es gibt da wirklich viele Richtlinien. Man hat sich da auch wirklich viele Gedanken drüber gemacht. Warum sollte man das jetzt übrigens machen? Naja, sagen wir mal, ihr legt euer Programm erstmal ein bisschen auf Eis oder ihr arbeitet auf einem anderen Programm momentan einfach mal oder einem anderen Projekt oder sowas. Dann, werdet ihr euch trotzdem irgendwann wieder, es sei denn, ihr wollt das Programm wegschmeißen, nochmal einarbeiten müssen. Und dieses Einarbeiten, auch schon nach ein paar Wochen oder sowas, muss man sich in ältere Klassen vielleicht komplett neu einlesen, wenn man sie vergessen hat und einfach davon ausgeht, dass sie funktionieren. Und wenn ihr euch wieder einlest, dann geht wertvolle Zeit dabei drauf, wenn ihr euch nicht an Richtlinien haltet und eben nicht schaut, dass euer Code schön lesbar ist. Das heißt, ihr werdet Zeit verbraten und mit der Zeit kann man natürlich Besseres machen. Deswegen will ich euch das Ganze jetzt hier ein bisschen näher bringen. Achtung, alles, was ich jetzt hier in diesem Teil der Playlist sage, sind nur Richtlinien. Manchmal geht es nicht anders, manchmal kann man nicht so schön schreiben, manchmal ist es auch einfach ein bisschen nicht so einfach möglich und manchmal, ja, ist man einfach auch zu faul, ich gebe es ja zu. Und ich mache das ja auch manchmal, dass ich Methoden-Fu nenne oder sowas, aber ja, das ist jetzt hier eigentlich auch meistens zu Testzwecken und ja, es sind alles Richtlinien, aber ich will sie euch trotzdem auf jeden Fall noch beibringen. So, was wir jetzt hier als allererstes machen, ist das sogenannte Uncle Bob's Formatting Example. Da könnt ihr auch gerne mal danach googeln, gibt schön viele Sachen dazu. Und manchmal, je nachdem welche IDE ihr benutzt, wird es auch automatisch so für euch gemacht. So, das heißt, wir haben hier so eine Art Klassenstruktur, wie man das Ganze darstellen soll. Also wie sollte eine Klasse aussehen? Und das ist eigentlich relativ simpel. Erstmal haben wir hier die Public-Attribute. Das heißt, sowas wie Public, das nehmen wir lieber, Public-String-Inhaber. Und dann kommt wieder eine neue Zeile. Das heißt, also hier können natürlich noch mehrere Public-Dinger sein. Public, was weiß ich was. Und dann kommt eine neue Zeile und dann erst kommen die Private-Attribute. Private int Guthaben und sowas in die Richtung. Und Public-Attribute solltet ihr sowieso eigentlich fast keine haben, weil ihr eigentlich alles mit Gettern und Settern habt. Deswegen, ja, hier sollte man sowieso eigentlich gar nichts stehen haben, deswegen mache ich das mal wieder weg. Also Private int Guthaben, Private String Inhaber. So, danach kommt tatsächlich, kommen erstmal Konstruktoren, also Public Konto. Und da kommen natürlich dann die ganzen Konstruktoren-Geschichten rein. Ich kollapse das Ganze jetzt einfach mal, so, dass es möglichst platzsparend ist, damit ihr auch alles auf einmal sehen könnt. Public-Konto ist auch public hier, wie wir sehen können. Das heißt, die Public-Methoden kommen auch zuerst. Und nach jeder Methode macht man im Normalfall auch eine neue Zeile, also das heißt eine Blankline, und dann geht es erst wieder weiter. So. Dann kommen tatsächlich auch noch mehr Public-Methoden, Public-andere Methoden, also nicht die Getter und Setter, sondern richtige Methoden, die irgendwie wichtig sind. Das heißt sowas wie Überweisung oder sowas. Überweisung. So, und ihr seht jetzt hier auch an der Schreibart, diese Überweisung oder die Namen von Methoden sind eigentlich immer klein geschrieben, aber das unterscheidet sich wirklich tatsächlich von Programmiersprache zu Programmiersprache. Im Normalfall, ich mache das meistens so, die Attribute und die Namen von Methoden werden klein geschrieben und die Klassennamen werden groß geschrieben. Aber das ist wirklich Geschmackssache. Es gibt auch für die Namensgebung verschiedenste Geschmackstypen. Das heißt sowas wie Guthaben von Konto oder Guthaben Bodenstrich von Bodenstrich Konto oder tatsächlich einfach nur Guthaben
von Konto, was ich sehr schlecht finde, weil man es einfach nicht lesen kann, falls es mehrere Wörter sind. Also da gibt es auch noch ein paar andere Varianten, die man aber eigentlich relativ selten sieht. So, und ja, hier sind natürlich Parameter drin und hier ist natürlich auch wieder irgendwie Code drin, klar. So, und danach kommen die Private-Methoden, also Private bla bla bla. Und erst danach macht man im Normalfall die Getter und Setter, weil die sind ja meistens recht unspannend. Getter und Setter, Public, Set, bla bla bla. So, das sind so ein paar grundlegende Ideen, zumindest wie man es machen kann. Wie gesagt, es gibt auch unterschiedliche Meinungen. Zum Beispiel manche meinen, okay, das sind Public-Methoden, also sollte ich sie auch da hochschreiben. Da habe ich jetzt auch schon mehrere Sachen gelesen. Man sollte sie nur irgendwie alle zusammen haben. Das heißt, das hier gehört zusammen, also Getter und Setter gehören zusammen, Private-Methoden gehören zusammen und Public-Methoden gehören auch zusammen. So, wo mache ich jetzt Static hin? Also Static gibt es auch sehr verschiedene Meinungen, aber wie gesagt, es sind nur ein paar Richtlinien. Man sollte aber zum Beispiel gruppieren, also zum Beispiel hier Konstruktoren gruppieren, Attribute gruppieren und Methoden gruppieren und so weiter und so fort. Und dann eben auch Static gruppieren, zuerst mal die Public Static, bla bla bla, und dann natürlich auch noch die Private Static, bla bla bla. Also Static-Methoden auch zusammen gruppieren. Ja, und so kann man natürlich irgendwie zumindest ein bisschen Struktur in seinen Code reinbringen und so anfangen, zumindest seinen Code richtig zu schön zu machen. Ja, was wir jetzt noch machen wollen, die nächsten paar Videos sind noch mehr von diesen Ideen, wie man seinen Code schön machen kann. Und es gibt tatsächlich auch noch einige Prinzipien. Manche davon sind sogar mehr in Richtung Softwareentwurf tatsächlich. Ich werde sie euch aber trotzdem hier vorstellen, weil die auch viel mit dem Coden an sich zu tun haben. Gut, okay, das war's von meiner Seite erstmal für dieses Video. Wir werden uns aber natürlich noch mehr hier anhören. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.